Hallo und herzliches Willkommen, liebe Waldbewohner und Ödlandbesucher, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es eine legendäre Challenge. Und wie die funktioniert, das verrate ich euch gleich. Und zwar folgendermaßen. Ich wollte ja mit euch immer so Case-Openings machen. Ne? Das habe ich euch ja versprochen, dass es regelmäßig kommt. Jetzt habe ich mir aber überlegt, ich werde das Ganze noch ein kleines bisschen ausweiten und werde mit euch ein Case-Opening machen. Und zwar legendäre Rüstungsteile. Ja, ich brauche unbedingt ein komplettes Set mit AP-Generation und ich werde jetzt zur Händlerin reingehen. Ich werde bei der Händlerin meine 1000 legendären Scheine einlösen und werde dann mit dem Loot-Drop, den ich von der Händlerin bekomme, mir ein Set zusammenstellen. Und die Regel lautet, ich muss mit diesen Rüstungsteilen mir ein Set zusammenstellen. Ob dabei ist, was ich will oder nicht, spielt keine Rolle. Das einzige Teil, was ich jetzt aktuell anhabe, ist ein Roboter-Chameleon-Teil mit AP-Generation. Das habe ich im Bunker, als ich die Atomrakete gestartet habe, von einem legendären Gatzi bekommen. Und dieses Teil werde ich natürlich auch behalten. Wenn ich natürlich etwas Schöneres von der Händlerin bekomme, werde ich das natürlich austauschen. Aber das hier ist das Teil, welches quasi die Grundbasis für dieses Ganze legen soll. Gut, ich würde sagen, wir verschwenden keine Zeit. Wir gehen direkt zur Händlerin rein und legen auch direkt los. Was ich noch anmerken möchte, ich werde mich auf legendäre Rüstungsteile mit 2 Sternen beschränken. Ja, weil 3 Sterne, ich weiß nicht, ich brauche AP-Generation und irgendwas anderes. Und vor allen Dingen ist dann die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich da was dabei habe, was mir auch gefällt. Ich werde jetzt auch gar nicht lange rummachen. Wir legen direkt los und holen uns das erste legendäre Rüstungsteil. Du wirst im Nahkampf... Okay, das ist natürlich nix. Das ist irgendwie Crap. Das will ich nicht haben. Nächste Kiste aufmachen. Verwende es automatisch, bla bla bla. Auch keine AP-Generation mit dabei. Das ist ja wirklich... Oh, 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 oh. Naja, aber wir haben ja noch ein paar Scheinchen. Wir können hier gut was einlösen. Wenn du ausgeschaltet bist, was ist das hier? Das ist ein linker Arm. Strahlungsresistenz. Nein. Da muss ich dann mal gucken. Ah, verwendet automatisch alle 60 Sekunden. Das ist hier mit diesen Autostimmen. Das ist irgendwie so ein Teil, das will ich eigentlich gar nicht. Das brauche ich auch gar nicht. So, verleiht bis zu 5 Energien, je nachdem wie niedrig deine Gesundheit ist. Plus 1 Glück. Okay, stärkende Karte. Das könnte vielleicht eher schon was sein. So als Notlösung. Weniger Schaden durch Ghule. Und plus Intelligenz. Oh. Gib mir doch was Gutes. Schaden durch Roboter. Toll. Super. Weißt du, ich schieb dir hier meine legendären Scheine hinterher und sonst wohin. Und ihr wisst, was ich bekomme. Gar nichts hier. Wiegt 90% weniger. Und zählt nicht als Rüstung für die Chamäleon-Mutation. 500 Krankheitsrüstung gegen... Oh, komm, gib mir doch mal was Anständiges. Ja gut, 75%ige Chance, den Schaden durch Spieler um 8% zu reduzieren. 8% ist halt einfach gar nichts, ne? 8% ist einfach... ist so gut wie gar nichts. So, stärkendes Roboter, rechtes Bein, Giftresistenz. Nah. Komm, Mädchen. Oh, du regenerierst außerhalb des Kampfes langsam Gesundheit plus 1 Ausdauer. Das wäre auch nicht schlecht. Das könnte man sogar nehmen. Das wäre eigentlich, aber dann bräuchte ich ein anderes Teil dafür mit Ausdauergeneration. Was ist das hier? Du verschmilzt mit der Umgebung. Das ist Chamäleon mit krankheitsresistentem Zeug. Eieiei. Tarnfeld und 1 Glück. Na, wer will sowas? Umweltgefahren, Schutz durch Verbrannte. Nein, Mädchen, komm, gib mir irgendwas Geiles. Auch wieder regenerieren, plus 1 Stärke, das ist okay. Kann man ja vielleicht sogar in Automaten schmeißen. Na, Schaden durch Roboter. Auf geht's, Mädchen. Irgendwas Gutes, vielleicht bis zu 5... Oh Gott, ich sehe es jetzt schon kommen, Leute, ich sehe es jetzt schon kommen. Meine Rüstung, die ich mir zusammenstellen muss, ist einfach nur Crap. Beschleunigt die Regeneration von deiner Aktionspunkte. Hier, des Problemlösers Speerrüstung, linker Arm. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht. Das merke ich mir.
Strahlungsresistenz. Rechtes Bein. Ja, gut. Ja, wieder Schaden durch Spieler. Jawohl, Schaden durch Supermutanten beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte, aber auch wieder ein Brustteil. Ja. Ja, gut. Schaden durch Ghule. Wahrnehmung. Intelligenz. Schaden durch Spieler, Mann. Das ist doch... Schaden durch Tiere plus Charisma. Schaden durch Ghule Strahlungsresistenz. Eieiei, da ist ja... Schaden durch Ghule Stärke. Schaden durch Verbrannte. Regenerierst, okay, Schadensresistenz. Das wäre jetzt, was ist das, rechter Arm? Ja, das könnte man vielleicht sogar, naja, in Kombination Schaden durch Tiere, Ausdauer. Oh, das ist gut. Das Kammerjägers Metallrüstung, linkes Bein. Linkes Bein des Kammerjägers Metallrüstung. Betroffene Gesundheit, Gift. Okay. So, einmal können wir noch. Oh, hier, ein rechter Arm. Des Jägers rechter Arm. So, dann haben wir es alles. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Kleidung rein. Wo haben wir es jetzt? Kammerjägers Metallrüstung, linker Arm war das, glaube ich. Genau. Was war jetzt das letzte Teil jetzt? Des Killers. Speerrüstung, linkes Bein. Shit, jetzt muss ich hier nochmal alles durchgucken. Wo das war. Das hätte ich mir mal merken sollen, ne? Hier. So. Das heißt, ich habe jetzt dieses Teil mit AP-Generation. Und ich habe dieses Teil hier mit AP-Generation. So, linkes Bein bräuchte ich jetzt noch. Wie sehe ich denn eigentlich jetzt aus? Wahrscheinlich wie so ein Vollidiot, ne? Naja. Okay, jetzt brauche ich noch rechtes Bein. Rechtes Bein brauche ich noch irgendwas. Und linker Arm, ne? Rechtes Bein. Was habe ich denn da? Verleiht Energie und Schaden, je nachdem wie niedrig der... Und Giftresistenz. Okay, könnte man anziehen. Könnte man jetzt erstmal anziehen. Und... Linker Arm war das, ne? Lebensrettend will ich eigentlich gar nicht. Ja, gut. Mal hier Problem beschreiben. Ah ja, hier. Das war das. Das war das Teil. Dann habe ich jetzt quasi einmal ein... hier. Rechter Arm. Linkes Bein mit AP-Generation. Linker Arm mit AP-Generation. Und das Roboterteil, das war jetzt rechtes Bein, da ist keine AP-Generation drauf. Aber da müsste ich jetzt nochmal gucken. Das ist auch noch... Das ist... Halt. Rechtes Bein müsste ich nochmal gucken, ob ich was Besseres finde. Aber habe ich da noch was bekommen? Ich gucke immer da unten zwischen den Schlitz, ob das rechte Bein blinkt. Aber da Speerrüstung, rechtes Bein. Nee, das ist Schaden durch Ghule plus Wahrnehmung. Des Ghultöters. Nee, das war auch nichts.
Vorhut. Je nachdem, wie niedrig deine Gesundheit ist. Das könnte man vielleicht nehmen. Nee, das mit dem Autostim will ich ja gar nicht. Autostim wollte ich nicht. So, rechtes Bein, was war das? Das war hier, was habe ich da nochmal? Genau, Gesundheit, je niedriger deine, plus Giftresistenz. Da könnte ich jetzt zum Beispiel auch hergehen, wie gesagt. Ne, ist ja das Gleiche. Ist ja eigentlich ziemlich das Gleiche, ne? Hier, 35 Schaden, je nachdem Gesundheit ist. Ja, und hat halt Giftresistenz. Jetzt könnte man natürlich hergehen und könnte sagen, man nimmt dieses Raider-Teil hier. Aber da war doch noch irgendwo. Brustteil war doch hier irgendwo noch. Das auch mit Lebensgeneration. Aber ich glaube, das war's dann. Beschleunigung der Aktionspunkte. Ja, das habe ich halt, wie gesagt, auf meinem Roboterteil auch drauf. Deswegen. Gut. Haben wir uns hier was zusammengestellt? Ich denke mal, das sollte eigentlich erstmal ganz okay sein. Mit der AP-Generation. Aber das geht noch besser, meine lieben Freunde. Das garantiere ich euch. Da können wir auf jeden Fall noch. Was sieht denn jetzt eigentlich besser aus? Ich würde das gerne mal ganz kurz gucken. Das hier auch nochmal. Ne, das ist Speerrüstung. Ich wollte jetzt nochmal ganz kurz optisch. Ja gut, kann man sehen, wie man will. Ja, da kann ich auch wieder mein Roboterteil anziehen. Chamäleon-Roboter-Brustteil. Ja, aber was Klobigeres für die Arme und so, da müssen wir nochmal gucken. Ich werde auf jeden Fall wieder ein paar tausend Scheinchen zusammenfarmen, meine Freunde. Und werde bis dahin, bis das nächste Video kommt mit der Ausrüstung, also bis zum nächsten Case-Opening, werde ich dieses Setup hier spielen. Ich werde dieses Setup hier benutzen. Ich werde jetzt allen anderen Krempel in den Automaten wieder reinpacken, in die Stash reinpacken, dass ich wieder Scheine einlösen kann jeden Tag. Und ja, das war's auch schon. Und ihr werdet dann natürlich in Zukunft jetzt bis zum nächsten Case-Opening in den Videos, in den Gameplays natürlich sehen, wie ich mit dieser Rüstung durch die Gegend laufe. In diesem Sinne danke ich euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zocken, guten Loot, macht nicht zu viel Blödsinn, wir sehen uns im nächsten Video. Servusle und ciao.